السلام عليكم، مرحبا بكم في حصتكم ناس الغربة. ناس الغربة، كيف بكم؟ ماي نام نوتان. هايت ستراغن بي فايند برودر اون سير بيليبتن مان ياسر مامي، دير وار اين ستودنت ان سيتي بلابرز اون هايت ايست هير ان بيلرفيلد اون دي هات اين جيشيخت فور ايخ. Guten Tag, also erstmal danke für die Einladung zum Gespräch. Ich freue mich schon drauf. Ja, also ich stelle mich kurz vor. Ich bin Yasser Mami und ja, ich komme aus Algerien. Ich bin in Sidi Blabes geboren. Wobei habe ich ja mein Studium also gemacht habe. Ich bin Germanistik-Student gewesen. Ja, und habe ich ja bis meinen Master abgeschlossen. In 2015 bin ich ja nach Deutschland, also umgezogen für einen Freiwilligendienst. Ja, ich habe also dabei viele Erfahrungen ja, gesammelt. Hat mir sehr gefallen. Im Umgang mit Menschen und so weiter. Ja, ein Jahr lang später habe ich ja mich beworben für eine Ausbildung als Krankenpfleger. Das macht ja auch Spaß, habe ich auch viel gelernt, also mit medizinischen also Sachen. Für einen Mann, der nur Literatur studiert hat, kann man sich ja vorstellen, dass das nicht so einfach war. Aber ich habe das hingekriegt, ja, ich lerne auch. Was gefällt dir bis jetzt in diesem Projekt? Und sag mir auch, warum hast du Bielefeld ausgewählt und nicht eine andere Stadt? Ich habe mich erstmal überall in Deutschland beworben. Ich hatte eine eigene Auswahl. Ich wollte eigentlich erstmal nach Hauptstadt, also Berlin. Und das war nicht so einfach. Und von daher habe ich ja so probiert, eine kleine Stadt, wo man also viele Möglichkeiten hat als eine große Stadt. Bielefeld war ein Angebot, das hat mir sehr gefallen. Du hast ja viele Perspektiven, du hast ja also einfacher eine Wohnung zu finden, eine Arbeit zu finden, auch ein Studium. Also die Miete ist nicht so teuer. Du bist hier seit mehr als 2 Jahren. Ich glaube, du hast auch Heimweh, oder? Ich bin in Deutschland seit 2 Jahren. Das ist nicht so lange, aber trotzdem, ich stecke immer in meiner Heimat, in meiner Familie, Freunden, ja, also wo ich ja geboren bin. Wenn ich also die Gelegenheit habe, da fliege ich hin. Also ja, zum Beispiel im September war ich ja schon mal also in Algerien. Das war aber ganz schnell, ich ja die Gelegenheit habe, denn ich denke gar nicht dran. Also ich fahre einfach hin und dann, ja, die Heimweh haben wir immer dabei. Wenn man, also ich weiß nicht, wenn man eine Musik hört oder ein Foto sieht oder eine Geschichte dran erinnert, dann hat ihn sofort diese Heimweh und der möchte also einfach nochmal hin. Also danke für die Einladung. Ja, gerne. Als ich Yasser besuchte, ich habe es bemerkt, er schaute algerische Fernsehkanäle und er hörte auch algerische Rundfunk. Was für eine Motivation kannst du andere Freunde? Ich würde gern erstmal über meine Erfahrungen reden und nicht über was ich ja gesehen habe oder was ich ja gehört habe. Also einfach was ich ja selbst erlebt habe, da würde ich ja gerne erzählen, weil dabei bin ich ja sicher, deutlich. Ich würde euch erstmal empfehlen, dass ihr einen Freiwilligendienst macht. Ich denke mal, das ist eine Etappe, die man nicht also verpassen muss, weil das ist so wie ein Orientierungsjahr, ein Blick über die Zukunft. Das heißt, auch die Deutschen machen das auch, diese Freiwilligendienst. Also, weil da man hat ja also Seminare, da man hat ja also Orientierung, also die Lehrer raten, wie man sich integrieren kann. Und für uns ist ja richtig wichtig, weil wir sind Ausländer, wir kommen aus einer ganz anderen Kultur, wir reden mit einer anderen Sprache, also die Mentalität ist ganz anders. Und ja, also du kannst nicht also einfach kommen und dann studieren oder arbeiten oder ich weiß nicht und dann integrieren, das wäre nicht einfacher. Deswegen also empfehle euch also einen Freiwilligendienst zu machen, dass ich ja ein bisschen Zeit habe, dass ich also ein bisschen ihren Platz finden können und ja, genau, also ich finde, das ist einfach
toll, dass ein Freiwilliger dies zu machen. Ich habe richtig viele Erfahrungen gehabt und nach diesem Jahr also könnte ich ja schon also eine Idee haben über meine Zukunft, was ich ja machen möchte oder ob ich studieren möchte oder so. Diese Freiwilligen, das hat mir sehr geholfen, hat mich viel orientiert und deswegen also empfehle euch ein Jahr, sich bewerben für ein Jahr zum Freiwilligendienst zu machen, denn ja, dann habt ihr ja also eine Idee, was nachher kommt. Bis Begrüßungszeit. So, an dieser Stelle möchte ich ja die Chance nutzen, um ja also die Leute, die ich ja kenne und die liebe, also gerne begrüßen, und zwar erstmal die Familie, die Eltern, Geschwister, ja, einmal begrüßen aus Deutschland, also kommen auch also die Begabungsgruppe, mit wem habe ich ja viele was Schönes also erlebt habe, und nochmal die Lehrer, also zum Beispiel Herr Dueli oder Herr Terpsi, Frau Lehrer und so weiter, ja, also für alle, die ja, die mich kennen oder die mich nicht kennen oder ja.